Und da sind wir wieder bei Vegasylph. Muss mich kurz auswidern. So, immer noch alleine mit mir, der lieben Sefi. Duschitz ist immer noch nicht da. Oh, sorry, das wollte ich nicht. Wo waren wir genau? Wir haben das Machina-Trio besiegt. Und haben damit wieder eine Sidequest geschafft. Bleiben noch zwei, die wir machen können. Bevor es zum Final Boss geht. Oh, ich muss wieder steuern. Entschuldigt bitte. Komisch, hier müssen wir noch selbst rauslaufen. Ja, wir wollen hier runter. Vielen Dank. Ernsthaft? Ja, das wird uns nicht aufhalten. Oder? Das Battle-Card noch machen, dass ich gar nicht so weiß, was ich legen soll. So, sollen wir das jetzt mal probieren. Geräusch. Oh, dann sollte vielleicht nicht wie ein Kampfes trinken. Oh, sollen wir die Decke wieder zumachen bevor. Wollte ich nämlich eigentlich zwischen mir auch noch was trinken, irgendwie hätte ich daran nicht gedacht. So, das sollte er gewesen sein. Next one, please. Aber können wir schon noch was haben? Dann sollen wir das MP wunder wirklich fertig machen. So, das war der nächste. Fertig! Sehr wunderschöner Start für diesen Part. Ja, wieder ein Level-Up für Milli. Ja, die hängt jetzt leider wie im letzten K.O. mal ein bisschen hinterher. Voll witzig, dass man bei Nachtskan noch selbst rausteleportiert wurde und hier rauslaufen muss. Bei Hughes musste man... Uah, hab ich zu spät gesehen, sorry. Ich sollte nicht zum Mikro gucken, während ich mit euch rede. Naja, ein paar Trainingsaufnahmen werden mir das gut tun. Oh, läuft. Ich hab zu spät gedrückt. Man kann das. Ich dachte nur, man kann das auch aktivieren, wenn man bereits klickt, aber das geht nicht. Nochmal schön in den Arsch getreten. So, ich glaube, wir haben das ganz anders gespielt. Kann mal jemand Zagi hauen, damit der aufwacht? Ice Man!
Sorry, aufstehen. Sorry about that. So, ich schmeiß mal die Magnus hier weg. Nicht die Magnus, die Magnus weg, bevor die hier schlecht werden. Das will ich nämlich nicht. Das gibt nämlich negative Effekte. Glaube ich zumindest. So, die kann auch weg. Die kann eigentlich auch weg. So. Damit hätten wir die Sidequest fertig. Beginnen wir mit der nächsten. Aber erstmal speichern wir. Mein Griselle, wir haben Post gekriegt. Lesen wir sie mal. Ungeöffnet. Von Liuvan. Lieber Sagi, du hast in Asa gute Arbeit geleistet. Questa Verus ist sicher stolz auf dich. Ich bin beschämt, das zu sagen, aber die Verletzungen, die ich während des Aufstands erlitten habe, halten mich davon ab, nach Hause zurückzukehren. Ich werde mich in Asa ausruhen, bis ich wieder gestärkt bin. Es ist entmutigend, dass ich in dieser Diebesstadt bleiben muss, aber ich habe im Moment keine andere Wahl. Ich habe den Questa über deine hervorragende Arbeit hier bereits informiert. Bitte helfe ihm weiterhin so gut. Ein Kamerad der Gerechtigkeit, Liuvan. Schön, dass es ihm besser geht. Von Lolo! Fliegt dies wieder auch gut? Ich hoffe, das Update mit dem Lolo-Gütesiegel macht das, was es soll. PS! Lieber Herr Swiderpilot, nur weil dies wieder fliegt, heißt das nicht, dass Sie sie missbrauchen sollten. Passen Sie gut auf sich auf sie auf und fliegen Sie sicher. Ich bin sicher, sie weiß es zu schätzen. Also, dies wieder. Brauche Hilfe! Schlage Wellen wie der Himmelstrom. Lass die Szene explodieren wie die heißen Magma der Lavahöhlen. Wir vom Monolith Software Incorporation suchen nach neuen kreativen Mitarbeitern. Auf unserer Webseite findest du weitere Details hinzu. Sagi, das wäre doch was für dich. Ich denke, das ist besser als beim Dunkeldienst zu arbeiten. Ich glaube, es würde niemand toll finden, wenn ich etwas wie heiße Magma explodieren lasse. Von Geldoblame. Sagi, magst du das Zimmer, das ich dir gegeben habe? Ich entschuldige mich, wenn das Design des Zimmers nicht den Standards entspricht. Leider hatte ich wenig damit zu tun. Ach ja, könntest du mir etwas versprechen? Schau niemals in das Bücherregal nahe des Bettes. Denk nicht mal daran. Geldoblame, Quester Verus Berater. Regal nähe des Bettes. Lara, wir schauen da nicht rein. Bin jetzt ganz alleine. Na, jetzt bin ich ganz alleine. Ich muss stärker werden. Stärker, stärker, stärker als alle anderen. Ganz alleine stärker? Ich frage mich, wer mir das immer schickt. Von Ladekan. Sagi, ich kann dir nicht oft genug dafür danken, dass du das Imperium aus dem Wolkenkanal vertrieben hast. Ich plane, eine Gruppe von Rittern dorthin zu schicken und eine Untersuchung durchzuführen. Möge das Schwert und die Wolken von Diadem niemals wanken. Mit freundlichen Grüßen, Ladekan, König von Diadem. PS. Vielen, vielen Dank, Sagi. Ich kann es nicht in Worte fassen. Besuch uns doch bald in Diadem. Ich bin sicher, dass ich noch einen langen Weg vor mir habe, aber ich möchte der beste König werden, der ich sein kann. Mit meinen Rittern an meiner Seite verspreche ich, dass ich mein Volk immer beschützen werde. Du wirst schon sehen, Sagi. Von Valara. Ich schulde dir noch etwas wegen Inue Nue. Nicht, dass ihr euch hättet einmischen müssen. Du bist zu weich, Geisterjunge. Ich schicke dir in diesen Brief eine Holo-Holo-Frucht. Es ist die weiße Frucht hier. Sie passt also gut zu dir, nicht wahr? In dem Umschlag befindet sich ein Magnus mit einer verrotteten Frucht. Igitt! Wie lange ist es her, dass sie den Brief losgeschickt hat? Sie hat einen Magnus mit verrottetem Essen in den Umschlag gelegt. Von Rodolfo.
Anusagi! Diese Plagen haben die Nunki-Schluchten endlich verlassen. Das wurde aber auch Zeit. Ich habe gerade mit meinem Berater gesprochen und er ist dir wirklich sehr dankbar. Aber ich befürchte, dass der Wald der Schlucht sich nicht wiederholen wird. Das Imperium wird dafür bezahlen. Das glaub mir mal. Rolfo, Falkarts zukünftiger Lord. Mira, das Land der Illusion. Mysteriös! Die Insel der Nebel. Für begrenzte Zeit beobachten Sie Mira, das Land der Illusion. Tagestritt. Sehen Sie den Pfad der Seelen vom Bus aus und nehmen Sie einen Snack in Parnasse, der Stadt der Zuckerbäcker, zu sich. Verkleiden Sie sich und besuchen Sie die Hellseherin in Riverche, dem Scherenschnittdorf. Beobachten Sie, wie die Schutzgeister bei Nektron, dem Schrein der Geister, in unsere Welt hinabsteigen. Für weitere Infos wenden Sie sich an das Mirror-Reisebüro. Das Reisebüro ist nicht verantwortlich für Absagen durch das Wetter oder überdimensionale Zustände. Das heißt, wenn ihr eine Reise bucht und Mirror ist nicht da, Pech gehabt! Von Corellia. Sagi, auf wundersame Art und Weise hast du das Imperium von den Wehenwurzeln vertrieben. Da mein Land neutral bleiben muss, kann ich dir keinen besonderen Dank zukommen lassen. Jedoch werden die Leute hier nicht vergessen, wie du unseren kostbaren Himmelsbaum gerettet hast. Ich freue mich auf einen Tag, an dem ich einen ruhigen Nachmittag mit euch unter ihren Zweigen verbringen kann. Königin Corellia. Von Geldublein. Sagi, ich muss dich um einen Gefallen bitten. Es scheint Ärger beim Dunkeldienst Hauptquartier zu geben. Sie mögen zwar Behalts Privateinheit sein, aber er scheint mit den aktuellen Ereignissen beschäftigt zu sein. Du verstehst sicher, dass der Dunkeldienst eine wichtige Rolle für das Imperium darstellt. Würdest du dir das ansehen, bevor die Sache eskaliert? Sieh das bitte als persönlichen Gefallen an und erwähne das bitte nicht vor dem Quästor. Berichte es den Soldaten vor dem Anwesen des Quästors, wenn du deine Untersuchung abgeschlossen hast. Ich überlasse das deinen fähigen Händen. Geldoblein, Quästor Verus Berater. Damit wissen wir schon, wohin wir als nächstes gehen. So. Tschüssi. Und zu Druck aus dem Kessel lassen. In letzter Zeit mache ich das witzigerweise öfter. So. Das mache ich auch öfter. Ja, man könnte sagen, auf jedem Kontinent gibt es noch eine Sidequest zu erledigen. Also insgesamt, wir haben jetzt die meisten schon gemacht. Außer wenn man die Charakterquests abzieht. Das sind ja eigentlich... Ich bin mir nicht mal sicher, was sind. Also man muss sie machen, um die Story beenden zu können, aber man hat jetzt nicht die Reihenfolge vorgegeben. So, ich will das Deck umstellen. Mal wieder. Denn da wir gegen der Dunkeldienst kämpfen, was haben wir eigentlich? Oh. Erhöht die Haltbarkeit von Magnum, auch von ausgerüsteten Magnus, wenn benutzt. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier gegen Blitz einsetzen müssen. Also werde ich das auch tun. Die kommen raus. Die kommen gar nicht mehr zum Zug. Es tut mir so ein bisschen leid, aber die anderen haben einfach bessere Kombinationen. Und ich habe immer Angst, dass wenn ich das Deck zu voll mache, dass sie dann, dass ich dann die benötigten Sachen nicht ziehe. Das ist nice. So, dann wollen wir mal gucken, was uns da im Dunkeldienst Hauptquartier erwartet.
Ich habe mal wieder den Timer nicht gestellt, Leute. Was ist das? Ich glaube, das ist Tarazed. Ich nehme es mal an. Spooky. Naja, ich speichere einmal. So. Und hinein. So viel zum Thema, hier ist was nicht in Ordnung. Wenn hier tote Soldaten liegen, ist hier schwer was nicht in Ordnung. Ein Dunkeldienstkadaver liegen. Eine Dunkeldienstleiche liegt hier. Diese Wunden sind brutal. Ich bezweifle, dass sie von einem Menschen gemacht wurden. Was in der Welt? Was ist hier passiert? Dieser Mann klingt, als wäre er noch am Leben. Haltet durch! Was zur Hölle ist hier passiert? Paramaschinen wüteten. Er ist tot. Sagi, schau da vorn. Verdammt! Doch man sieht echt was hier los ist. Oh, ich wollte schon was legen, obwohl mein. Sorry. Ich will mal gucken, ob das, was ich Gino und Zecke gegeben habe, auch was ergibt. Das wäre very nice. So, den Ghost haben wir schon. Fehlt nur noch eine Karte. Das hat sie schon. Krieg ich auch einen richtigen Einser? Ich weiß, ich bin schwierig heute. So, dann gucken wir mal, was da passiert. Toll. Jetzt schläft der Typ natürlich, ne? Vielen Dank, Soldat! Aber wir sollten jetzt erstmal die Dezimierung machen. War schon immer gut daran zu dezimieren. Vor allem meine Gegner. Ich hab gerade überlegt, so, warum steigt lassen wir, aber wir legen hier ja auch kaum was. Die einzige, die hier wirklich was zusammenlegt und uns unseren Burst eigentlich beschwert, ist Millie. Wenn ich meine, ihre daran berechnen, ist es momentan uns den Burst zu bringen. Was ja an sich nicht schlecht ist. Oh doch!
Sah doch nice aus. Not a bad workout. Was? Was war das? Ihr Soldaten. Sie sahen verschreckt aus, als sie auf uns zugerannt kamen. Und es sah fast so aus, als wenn die Paramaschine ihnen Anweisungen geben würde. In jedem Fall, wir sollten ihr folgen. Nein. Er wurde niedergeschlagen. Angesichts der Menge Blut, die er verloren hat, ist es unwahrscheinlich, dass er noch am Leben ist. Das ist schrecklich. Sagi, er hält etwas in der Hand. Das ist ein Reisetagebuch. Eine der Seiten hat ein Lesezeichen. Wollen wir nachsehen? Ja, klar. Es ist die einzige Seite, die mit Sorgfalt aufgeschrieben wurde. Warum wohl? Dieses Medium, Sagi, trat uns letztens als neuer Rekrut bei. Die anderen achteten sehr auf ihn. Er erinnert mich daran, als ich damals hierher kam. Wir kommen wohl beide weit von weit außerhalb. Ich werde keine große Sache daraus machen, aber ich werde ihn hier und da ermutigen und belohnen. Ich hab's. Ich lasse ihn die Fackeln wieder anzünden. Wenn er sich darum kümmert, wird niemand Fragen stellen, wenn ich ihm dafür einen Magnus-Park-Gutschein gebe. Dieser Soldat hat auf dich aufgepasst, Sagi. Gehen wir. Wir müssen der Sache auf den Grund kommen. Wer hätte gedacht, dass der ach so stolze Dunkeldienst mal Hilfe braucht? Ja, und mit dieser Ironie verabschiede ich mich und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich würde mich sehr darüber freuen, also bis zum nächsten Mal und bis dahin, ciao!